Theater TV auf ITV Coburg wird präsentiert von Syk Dacor. Wir befinden uns auf einem Campingplatz in der Fränkischen Schweiz. Die Eltern und ihre beiden Kinder verbringen hier ihre Ferien. Der Vater arbeitet als Staubsaugerverkäufer. Das Geld für die Familie ist knapp. Ach, die armen, armen Leute, alle Tage so wie heute. Operndirektor Neil Barry Moss hat die beliebte Märchenoper Hänsel und Gretel in das 20. Jahrhundert und in die Region verortet. Ja, ich habe das auch nur gedacht, wie man heutzutage dieses Märchen ernst nehmen kann, wo das auch Sinn geben kann. Unsere Kunstform Oper ist ja ganz abstrakt, weit weg von vielen Menschen. Und bei diesem Stück, wo das so vertraut ist als Titel und die Musik so herrlich ist, dass ich das ein bisschen dieses Auto nehme, um die Leute dahin zu transportieren. Die Mutter schickt Hänsel und Gretel zum Bärenpflücken in den Wald. Aber die Kinder verirren sich. Inzwischen ist die Nacht hereingebrochen. Das Besondere ist, dass es eine ganz bekannte Märchenfigur ist und die mich schon als Kind begleitet hat, war immer einer meiner Lieblingsmärchen. Und das jetzt als erwachsene Frau spielen zu dürfen und nochmal ein Kind sein zu dürfen, das ist einfach was ganz Besonderes. Der Wald verwandelt sich in eine märchenhafte Welt. Die Geschwister entdecken ein kleines Lebkuchenhaus und treffen die Hexe Rosina, eine Kinderfängerin. Und so in Kostüm, dann, wie Sie sehen, ist es ja sehr groß und sehr schwer. Und ich musste auch Kontaktlinsen tragen. Normalerweise muss ich keine tragen. Der Hut ist wahnsinnig schwer, muss man wirklich balancieren. Aber es macht Spaß, weil es einfach cool ist. Das Make-up ist mega, weil man fühlt sich so wie aus einem Tim Burton-Film. Neil Barry Moss liegt es am Herzen, die Oper zu einem Erlebnis für alle Menschen zu gestalten. Das ist gelungen. Die klassische Oper ist witzig inszeniert und mit poetischen Bildern ausgestattet. Sie begeistert jung und alt gleichermaßen. Ich will wirklich ein Stück auch da hinterlassen können, wenn ich in 10 Jahren oder 5 Jahren nicht mehr hier bin, dass man ein Stück hat für Coburg, was auf die Ewigkeit ein Repertoire gehen kann. Weil Hänsel und Gretel ist so ein Schlüsselstück. Viele Leute in unserer Abteilungen, sei es Bühnentechniker oder Kostümbildner oder wer auch immer, hat mal einen Hänsel und Gretel gesehen. Die Neuinszenierung des zeitlosen Klassikers Hänsel und Gretel ist bis Anfang März im Globe Coburg zu sehen. Theater TV auf ITV Coburg wird präsentiert von Syk Dacor.